Man sieht schon, es war eine reine Idylle. Und ja, und wie sich damals die Szenerie so entwickelte, in den späten 70er Jahren, war es ja so, dass wir dann irgendwann so das Gefühl hatten, dass diese ganze Alternativkultur, ja, wie soll man sagen, in eine neue Behaglichkeit abdriftete. Ne? Man trug jetzt Waldbröler Flachschlappen, buch selbstgebackenes Brot oder rang in Männergruppen um seine Selbstachtung. Und das war also irgendwie eine Atmosphäre, die uns dann wieder nicht mehr passte. Wir fanden das alles so lange noch ein bisschen vermufft und wir warteten eigentlich die ganze Zeit, dass irgendetwas passierte, was diese ganze Sache wieder in Bewegung bringen würde. Und das passierte auch. Begonnen hatte alles an einem sonnigen Nachmittag des Jahres 1978. Jörg, wie immer auf der Suche nach neuen Kicks, hatte Nevermind the Bollocks mitgebracht von den Sex Pistols. Das Debütalbum einer Band, von der man schon gehört hatte, allerdings mehr in Form von Zeitungsschlagzeilen. Der Film, der dann beim Abspielen dieser außergewöhnlichen Platte in uns ablief, war ein wundervolles Schlachtengemälde aus Skandal, Aufruhr, Pop und Ruhm. Laut, heftig und unverschämt waren sie, hatten gleich mit ihrer ersten Single Anarchy in the UK das britische Establishment zu rüden Ausfällen provoziert, die Queen beleidigt, sich mit Royalisten geprügelt und in Fernsehshows das Publikum als Faschisten beschimpft. Sie waren über Nacht berühmt geworden und hatten sich nach jenem Album und einer chaotischen Amerika-Tournee bereits wieder aufgelöst. Aber die Kettenreaktion, die der Zündung gefolgt war, lief immer noch. Auf einmal gab es Punk. Die Musik war grell, schnell, rasiermesserscharf. Daneben wirkte der Bombastrock der 70er plötzlich wie ein unheilbar kranker Luxuspatient, während Disco-Musik für uns sowieso eine Art Lunapark für konsumgeile Friseusen war. Im Punk schien der Rock'n'Roll wiedergeboren. Die Musik und auch das Ganze drumherum waren provokant und subversiv, aber auch unberechenbar und zynisch, jedenfalls nicht so verhuscht, wie man das in den verschnarchten Alt-Hippie-WGs gut fand. Ganz zu schweigen von der Generation der Kriegsteilnehmer, die immer noch den offiziellen Ton angab. Wir waren entzückt. Man kann nicht sagen, dass von da an alles anders war, aber jener Nachmittag mit den Sex Pistols war der Startschuss einer Kulturrevolution, die nicht nur unser Plattenregal und unseren Kleiderschrank umwälzte, sondern auch in unseren Köpfen etwas in Bewegung brachte, was dort schon länger nistete. Auch eine vage Ahnung, dass die ideologisch so aufgeladenen 70er sich nicht nur numerisch ihrem Ende näherten. Die alten Gewissheiten verloren allmählich an Heizkraft. Unser Blick wurde kühler, härter. Und zum ersten Mal erhob sich auch ein Hauch des scharfen Windes, der in den 80ern wehen sollte. Jeder für sich und Gott gegen alle. Ja, ich habe dann in dieser Zeit, und ich hoffe, ich finde das jetzt auch, ja, einen Herrn kennengelernt, den wir gerade eben schon hier gesehen haben. Stefan Klein, natürlich bei Rainer am Wilhelmsplatz. Und ja, er hatte damals eine Band namens Extrabei, die gab es also schon. Ich fand die auch gut, hatte schon mal ein Plakat für die gestaltet. Und dann entschloss sich der damalige Sänger, sich doch wieder seiner Liedermacherei zu widmen. Und auf einmal ja, stand ich jetzt vor der Frage, beziehungsweise wurde aufgefordert, auch von Stefan und anderen Leuten noch mal mit in den Proberaum zu gehen. Na, ich habe es gemacht und der Rest war dann Geschichte. Also Stefan Klein hatte eine typische 60er-Jahre-Kindheit in einem Vorstadtreihenhaus hinter sich und war auf seine ganz private Weise schon früh in Konflikt mit den Mächten des Imperiums geraten. Seine schulische Laufbahn war von schlechten Noten und Verweisen überschattet gewesen. Und der dann erlernte Beruf des Schaufensterdekorateurs füllte seinen Mann nicht aus. Und so hatte er sich mit seiner Vorstadtklique schon früh Drogenexperimenten und Bands wie den Rolling Stones oder The Who zugewandt.
Sein Drang zur Bühne war erstmals als Teenager erkennbar geworden, als er mit einem Kumpel namens Bockig nach einem Kraftwerkkonzert im Luftschutzbunker am Emilienplatz ein Bandprojekt namens Fantastic Motorcraft ins Leben gerufen hatte. Wie ich seinen Schilderungen entnahm, war das reine Avantgarde, bei der er auf einer geliehenen Gitarre lange Feedback-Töne absonderte. Fantastic Motorcraft war bereits nach einem Jugendzentrumsauftritt der Sprit ausgegangen und Stefan in einer Sanitätskompanie der Bundeswehr gelandet. Während eines Manövers hatte er zu nah bei einem feuernden Panzer stehend ein sogenanntes Knalltrauma erlitten, möglicherweise eine Erklärung für sein gegenüber verstärker Lautstärken extrem abgehärtetes Gehör. Später saß er dann an einem Schreibtisch des Kasernenlazaretts und erlangte wunderbarerweise die Schlüsselhoheit über den Medikamentenschrank, was dazu führte, dass er den Rest seines Soldatenlebens aus dem Fenster guckend und an einer großen Valoronflasche verbrachte. Stefans Freund Horn, dessen mit zusammengebissenen Zähnen hervorgebrachtes Hochgeschwindigkeitsdramming jedem Teilchenbeschleuniger Ehre gemacht hätte, war ein bleistiftdünner Typ, der schon durch sein Outfit aus jedem bekannten Rahmen fiel. Er kombinierte eine weiße Damenlederjacke und ein Ringelshirt mit selbstgenähten Hosen in Reggae-Farben und trug eine Schiebermütze unter der Bartkoteletten hervorquollen, die jedem Dampferkapitän zur Ehre gereicht hätten. Untenrum rundete er das Bild mit den weißen Schnürschuhen seiner verstorbenen Großmutter. Horn war ein hochintelligenter, aus einfachen ländlichen Verhältnissen stammender Junge und hatte, exotischer ging es kaum, eine Zeit lang Theologie studiert, bevor er ganz im Leben der alternativen Bohem aufgegangen war. Sein Geld verdiente er, wie ich, als Taxifahrer und flackerte ansonsten wie ein schräger Flaschengeist durch die Szene, schluckte hier ein Pillchen, trank dort ein Bier und feierte das Leben. Ein liebenswerter Chaot, immer hoch am Abgrund.